eine Übungsaufgabe zum idealen Gasgesetz. Zur Erinnerung, das ideale Gasgesetz fasst zusammen die Gesetze von Boulle-Mayotte, Charles, Gay-Lussac und Avogadro, lautet P ist gleich MR mal T durch V und ist die Zustandsgleichung eines idealen Gases. Wenn wir Gasmischungen vorliegen haben, können wir nach Dalton einen Partialdruck ausrechnen, der sich errechnet aus dem Gesamtdruck multipliziert mit dem Molenbruch der jeweiligen Komponente. Wir haben in einem Behälter Stickstoff und Sauerstoff und sollen die Dichte dieses Gemisches, das Molvolumen und die mittlere Transaktionsenergie der Stickstoffmoleküle ausrechnen. Wir haben eine Gasmischung, blau Sauerstoff, grün Stickstoff, die Masse des Stickstoffs 2,8 Gramm, Masse des Sauerstoffs 3,8 Gramm. Wenn wir die Stoffmengen ausrechnen, stellen wir fest, wir haben ein Zehntelmol Stickstoff und ein Zehntelmol Sauerstoff, also eine äquimolare Mischung. Bedeutet, der Molenbruch oder der Stoffmengenanteil von Stickstoff ist 0,5, genauso wie der Stoffmengenanteil von Sauerstoff. Damit können wir nach dem Daltonschen Partialdruckgesetz den Partialdruck ausrechnen. Und zwar ist das einfach die Hälfte des Gesamtdruckes. Wir haben 50.000 Pascal für Stickstoff und 50.000 Pascal für Sauerstoff. Für unsere Aufgabe ist das eher nebensächlich. Wir sollen das Molvolumen berechnen und das erhalten wir nach der idealen Gasgleichung V gleich nRT durch P. Wir setzen die gesamte Stoffmenge ein, nämlich 0,2 Mol, setzen die Gaskonstante 8,314 Joule pro Mol und Kelvin in die Gleichung ein, die Standardtemperatur 298 Kelvin und 100.000 Pascal als Standarddruck und erhalten 0,00496 Kubikmeter, das bedeutet ca. 5 Liter. Wir haben ca. 5 Liter auf 0,2 Mol, also entspricht das einem Molvolumen von 0,0248 Kubikmeter oder 24,8 Liter, knapp 25 Liter. Das ist das Molvolumen eines Gases bei Standardbedingungen und auch für diese Gasmischung ist das Molvolumen etwa 25 Liter pro Mol. Wenn wir die Dichte ausrechnen sollen, müssen wir die Masse durch das Volumen dividieren. Die Masse waren 6 Gramm insgesamt. Das Volumen war ca. 5 Liter. Das bedeutet, wir haben eine Dichte von etwa 1,2 Gramm pro Liter oder etwa 1,2 Kilogramm pro Kubikmeter. Eine alternative Formel, um die Dichte auszurechnen, lautet Rho ist gleich Molmasse durch Molvolumen. Wir müssen hier die mittlere Molmasse ausrechnen, denn wir haben ein Gasgemisch. Die mittlere Molmasse ist einfach der Molenbruch der Komponente 1 mal Molmasse der Komponente 1 plus Molenbruch der Komponente 2 mal Molmasse der Komponente 2. Das wäre eine mittlere Molmasse von 30, dividiert durch das Molvolumen, wir kommen wieder auf 1,2 Gramm pro Liter. Für die Geschwindigkeit der Gasteilchen ist die Masse entscheidend. Nach der Maxwell-Boltzmannschen kinetischen Gastheorie brauchen wir Masse und Temperatur, um die Geschwindigkeit auszurechnen. Hier haben Sie die Geschwindigkeitsverteilung. Wenn wir allerdings nur die Energie ausrechnen sollen, brauchen wir nur die Temperatur. Nach Maxwell-Boltzmann ist die Temperatur nichts anderes als ein Maß für die mittlere Translationsenergie. Und wenn wir in die Formel hier 3 halbe Boltzmann-Konstante mal T, die Raumtemperatur, einsetzen,
erhalten wir eine mittlere Translationsenergie von 0,04 eV. Diese mittlere Energie ist sowohl für den Stickstoff als auch für die Sauerstoffteilchen relevant. Wenn wir sie auf einen Mol beziehen, haben wir 3,7 kJ pro Mol als thermische Energie,